Recht herzlich willkommen zur 17. Folge von Oxygen Not Included. Ja, was wollten wir machen? Wir wollten hier irgendwie was mit Wasser anfangen und das war hier links, wo noch gebaut wird. Das war da oben noch, wo ich noch graben wollte. Das ist mir letztens noch aufgefallen, wo ich das Video kontrolliert habe. Hier fehlt es irgendwie an Wasser. Da müssen wir also auch reingucken. Sanitär ist da. Wasserleitungen sind da. Funktioniert aber eigentlich. Das heißt, was fehlt hier? Ach so, da drüber sind noch die Kübel, die weg müssen. Alles klar. Ach so, das wollen wir machen, wenn die fertig sind, reif sind, ne? Genau. Okay, dann ist das geklärt. Das Wasser, hatten wir gesagt, muss woanders hin. Hier wird schon weitergebaut. Das ist auch alles grün. Ja, das sieht hässlich aus. Hier ist das Wasser voll. Was ist passiert? Forschung abgeschlossen. Das hatten wir alles. Kanisterentleerer haben wir jetzt auch schon fertig, ne? Automatisches Gasventil, Hochdruckgasabzug, isolierte Gasleitung und das ist hier der Kanisterentleerer. Und dann haben wir hier hinten noch den Atmosensor. So, das bedeutet Forschung. Müssen wir was machen? Einmal rauszoomen, einmal gucken. Was haben wir hier? Bild. Teppichfliese, also Deko. Deko wollte ich jetzt gerade nicht machen. Dann müssen wir hier mechanisches Surfboard. Was ist das hier? Ein Entsalzer und ein Erzreiniger. Okay, den brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Hier ist jetzt was für Tiere. Und hier Erdgasgenerator, Ölraffinerie und Petroleum. Geht dann mit Ölbrunnen und Polymerpresse weiter. Tierfalle, was haben wir hier? Ein Juicer. Großer Transformator. Ja, das ist. Ja, der wäre vielleicht ganz sinnig, weil wir ja schon mit den Leitungen immer wieder Theater haben, ne? Würde ich jetzt so sagen. Da ist auch schon die intelligente Batterie. Ich weiß gar nicht, ob wir die irgendwo gebaut haben. So. Hier ist eine Batterie, aber keine intelligente, ne? Ja. Gut, das ist alles prima. Hier unten können wir mal nochmal weiter ausgraben, denke ich mal. Dann haben wir da was zu tun. Hier ist schon wieder was kaputt. Hier geht's nicht voran. Jetzt wird auch gerade geschlafen. Er kann nicht so gut schlafen, oder wie sehe ich das? Schlechte Luft da dran, ne? Na, das wird auch noch werden. Ja, hier oben können sie überall noch bauen. Hatten wir jetzt irgendwo schon mal weitergeguckt? Nee, ne? Gibt's hier irgendwo, da ist nirgendwo. Wir hatten hier unten einen Schlot, oder? Vertue ich mich da? War wohl nicht hier. Was ist das? Salzwasser? Verschmutztes Wasser. Ah, da ist der Schlot. Ja, mit dem müssen wir auch noch klarkommen, ne? Der produziert ja permanent und ständig Wasser, ja? Das aber etwas zu heiß ist. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir hier weiterkommen, oder? Graben wir mal das hier weg. Okay. Strom ist gerade alle. Hier geht's nicht voran. Wie sieht's überhaupt mit Essen aus? 6000, okay. Objekte beschädigt. Ja, da sind wir auch noch nicht weiter. Doch, das war richtig. Hier wollen wir hin, da wollen wir hin und 4 hoch, das bedeutet, wir machen hier mal eine Decke hin, die dann allerdings noch nicht fertig gemacht werden kann. Und graben hier was weg. Oder da auch. Und könnten da so wegrahmen und da auf jeden Fall auch wegrahmen. Was ja dann da auch geht. Okay, Krankenstation haben wir da. Dann
Ja, sollten die da mal erstmal was machen. Gut, die sind auch schon alle unterwegs wieder. Außer sie hier, die ist aber jetzt am Schlafen, weil sie Nachtschicht macht. Haben wir da eigentlich Fertigkeiten? Nein. Haben wir Prioritäten mal eingestellt? Sowieso nicht, ne? Frankie kann mal das machen, auf jeden Fall doppelt sogar. Hat er die Maschinenbedienung? Gute Frage. Da ist gerade der Dingens gekommen. Das machen wir mal so. Oh, hier ist einer, der kann besonders gut das, ne? Aufräumen, Versorgung und Lagerung. Passt doch. Hier haben wir jemanden, der die Landwirtschaft gut kann. Hat auch wahrscheinlich den landwirtschaftlichen Hut auf. Hier haben wir jemanden, der gut bedienen kann. Dann würde ich ja fast sagen, wir nehmen da mal einen runter, machen da einen hoch. So sieht es doch schon nicht schlecht aus, oder? Das ist ja jetzt nicht so top wie das zum Beispiel. Und wir haben da einen, der kann das besser. Dann machen wir da mal einen Schritt runter. Hier ist Graben angesagt und Angreifen. Naja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Erstmal, ich denke, das ist schon soweit so gut. Gehen wir auf den nächsten. Das ist der Zeitplan. Ari, achso, da sind drei ja immer drin. Das passt ja dann noch. Und wir haben noch welche frei, die da unten auch sind. Okay. Ernährung können wir erstmal so lassen. Und wir müssen gucken. Ah, hier wird gerade abgebaut. Das ist sehr gut. Kohlendioxid, ne? Einstellung zerlegen. Pflanzenkiste zerlegen. Pflanzenkiste zerlegen. Und hier einpflanzen, da einpflanzen. Und da dann auch einpflanzen. Das klappt dann schon, wenn es soweit ist. So, hier sind wir jetzt. Wähle eine Blaupause. Da gibt es Kohle. Zwei Nachteulen. Und kultiviert. Nachteulen haben wir schon drei am Start. Dekorationsmoralbonus. Ich kann Dekoration auch. Ich glaube, wir brauchen erstmal keine Duplikanten. Wir könnten aber die 3 Tonnen Kohle gebrauchen für unseren Ofen. Machen wir das. Passt schon. Gut, hier sind noch 2 frei. Müssen wir gucken, was voll ist. Hier geht's voran. Da kann dann auch das gemacht werden. Ja. Nahrung ist gerade mehr geworden. Ungekühlte Nahrung gibt es aber auch irgendwo. Kühlschrank haben wir aber, oder? Ist der nicht angeschlossen? Ne? Ja, super, der ist kaputt. Super. Da muss was passieren unbedingt, ne? Da oben passiert schon mal was. Hier ist auch was gemacht worden. Das ist sehr gut. Hier können wir dann noch weiterarbeiten. Ja. Graben. Machen wir mal so. Und das kann so oder so alles weggegraben werden, weil wir kommen nicht höher, ne? Machen wir das mal so da. Sie ist da am Ausarbeiten. Dann machen wir das so. Und dann ist da auch schon was. Der Kühlschrank geht zum Glück wieder. Badewanne können wir jetzt sanitärmäßig anschließen. Wie haben wir das denn da gemacht? Okay. Die oben rum verbunden. Und machen wir so. Und das andere können wir hier so machen, ne? So sollte es sein, oder?
Schauen wir mal, wie es wird. Hier wird auch was repariert. Oder nicht? Ne, der ist am Essen. Hm. Ah, diese tollen Skulpturen, die bringen mich nicht so wirklich weiter, oder? Naja, mit der Zeit werden die bestimmt besser. Will ich hoffen. Hier wird gerade geerntet, das ist sehr schön. Das ist die Pflanzkiste. Die können wir dann auch gleich zerlegen. Zack. Ist Pflanzen. Pflanzen. Habe ich gar nicht Pflanzen neben geklickt, glaube, ne? Kann das sein? War eine schlechte Idee. Naja, aber jetzt machen wir auch Pflanzen. Diese beiden Skulpturen sind ja dann voll da über, oder? Oder die beiden sind über. Ja, also gut. Pflanzkiste zerlegen. Passt. Das Pflanzen. Das kannst du zerlegen. Und das kannst du auch zerlegen. Ist wichtiger, hier Dingens hinzumachen, eine Pflanze. Geht aber gerade nicht. Okay, da sind wir dran. Hier geht es nicht vor mit der Wasserleitung. Ach so, das ist... Ja, okay, passt schon. Die können da runter, die können auch da drunter herlaufen. Das heißt, das kann auch im Boden hin, weil man kann ja bis dahin runter. Und da geht es ja sogar auch. Gut. Das ist alles ausgewählt. Soweit läuft's, würde ich sagen, ne? Hier unten wird produziert, ist auch heile. Hier können wir noch weiter graben dann jetzt. Machen wir mal so. Und dann können wir hier auch noch einen Boden machen. Machen wir mal so. Das läuft. Hier unten das Schmutzwasser haben wir schon. Das müssen wir dann irgendwann durch den Filter jagen. Hier rechts gibt es auch Algen. Dann lass das mal alles weggraben hier. Passt schon, ne? Okay. Dann lass uns auch gleich da schon zwei Türen bauen. Soweit, so gut. Ach, da drüber kann auch noch eine Tür. Dann machen wir das auch noch. Hier fehlt auch noch eine. Und da geht. Und da kann es dann auch hin. Und da kann auch eine hin. Dann haben die was zu tun. Wie sieht es denn mit Sauerstoff so aus? Also hier unten gibt es tatsächlich schon ein bisschen Sauerstoff. Der drückt, glaube ich, weiter runter. Hier könnte es mehr sein. Das funktioniert ja hier. Weil wir das da wegholen. Hier ist mit Sauerstoff schlecht. Hier vor allem. Da müssen wir da noch Lüftung bauen. Gasleitung. Geht da. Bis dahin. Und da muss auch noch ein Gasabzug hin. Das gleiche werden wir da auch brauchen. Und machen das dann hier so, aber das war schief und das war schief. So, nochmal. Ja, da fehlt es auch an Luft, genau. Passt. Was haben wir denn noch so? Stromnetz immer noch überlastet. Das müssen wir dann mal aufteilen. Ja, da oben geht gar nichts, wie wir sehen. Aber hier schon weitergemacht worden, naja. Das bedeutet, wir graben mal gerade da Gustiz mal weg. Und gucken weiter auf unser Overlay. Aber hier oben wird es einfach zu heiß. Okay. Hier ist alles gut, hier ist heiß. Hier unten ist kalt. Wir müssten hier durchgraben, wenn. Das ist jetzt nicht so richtig. Da geht es um Licht. Das haben wir ja voll wenig. Da müssen wir auch noch was machen. Wasser ist klar. Ist da noch nicht ganz fertig. Müssen wir noch schauen, dass das wird. Das sind die
Lüftungsrohre. Das geht aber soweit erstmal schon mal. Hier die Deko. Naja, ist ein bisschen grün, ne? So eine richtig schöne Skulptur haben wir nicht, ne? Da sollten wir vielleicht mal gerade hier die Sprühdosen rausholen und das dann machen lassen. Geht aber gar nicht, oder was? Ah, da geht's und da geht's, aber sonst nirgendwo. Okay. Okay, passt erstmal. Was haben wir noch? Keime sind weg. Was ist das hier? Landwirtschaftliches Overlay haben wir da und da. Und das ist da nicht so dolle, ne? Achso, das ist der Status des Wachsens. Also dann, ja, die stagnieren und die anderen wachsen. Naja. Da haben wir jetzt Räume. Wieso ist denn das hier kein Schlafraum? Oder sind das Schlafräume? Ach, der Raum ist zu groß. Raumgröße ist 68, Maxgröße ist 64. Das heißt, der Raum ist vier Felder zu groß. Schade, ne? Das bedeutet, wir müssen ihn tatsächlich kleiner machen. Der geht, komischerweise. Kein Mensch weiß, warum. Ach so, das ist was anderes halt, ne? Toilette, Latrine oder was auch immer es ist das. Luftdurchlässiger Stein kommt dann dahin. Ja, dann ist das halt so. Und das kommt dahin, dahin und dahin. Und dann müssen wir schauen, dass es fertig wird, ne? Da ist ein Badezimmer, hier ist Schlafraum, der dann wahrscheinlich zu klein ist, oder was? Erholungsgebäude fehlt. Entfernte kollidierende Gebäude. Okay. Das ist gut, das ist schlecht. Hä? Die Latrine ist gut, oder Waschraum ist es sogar. Minimale Größe 32, minimale Größe 32 Felder. Ach so, Feldbett, weil dann Raumgröße 20 Felder, Gebäude 4, Tiere 0, Pflanzen 1. Was ist da dran? Ne? Was da ein Problem macht. Ich glaube, der darf da nicht drin sein. Alles klar. Ich dachte, wäre schön gewesen. Dann machen wir den raus. Der kommt weg und dann wird der Raum grün, oder wie? Genau so ist es. Toll. Da darf man nicht sitzen und essen. Keiner hat seinen eigenen Esstisch. Okay, dann wissen wir das auch. Alles klar. Der Raum ist so groß, der ist so groß, der ist so groß. Dann arbeiten wir dran. Gut, dann passt's erst. Was hatten wir noch als letztes hier? Automatisches Overlay, da haben wir sowieso nicht so viel. Lassen wir erstmal so gut sein. Da muss noch was weggeräumt werden, was aber nicht geht. Granit und Magmatit sind voll. Granit. Und Magmatit sollte jetzt gehen, ne? Hier können wir gerade noch was einpflanzen. Passt, dann wächst das. Er kann jetzt tatsächlich weggemacht werden, weil da jetzt ein Boden drunter ist. Läuft. So, da wird noch gebaut. Ich glaube, wir sind erstmal wieder so weit weitergekommen. Ja, Forschung war gerade wohl noch zu Ende. Jetzt haben wir den Strom. Den müssen wir uns dann nächstes Mal noch angucken, den ganzen Strom. Wer fehlt? Ach, da unten geht's noch weiter.
Okay, um den Strom kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir machen dann hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Jo, und Kommentare, wie immer, herzlich willkommen, schreibt's was rein, dann kriegen wir dann auch Kommunikation hin. Ich bedanke mich und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.